Also das ist eigentlich bei drei Parteien, Verteilnetzbetreiber, weil da wird es ja stattfinden, die ganzen Hersteller, weil wenn Sie über Protokolle sprechen, es hilft mir ja nicht, wenn jedes Elektroauto ein anderes Protokoll hat. Und es ist natürlich auch bei uns als Übertragungsnetzbetreiberin, um mit den richtigen Produkten zu kommen, damit man auch aggregieren kann. Ja, letztendlich, ich als Übertragungsnetzbetreiber, ich kann nichts machen mit einem Produkt von 1 Kilowatt Leistung. Ich brauche schon mal 1 Megawatt, lieber noch 5 Megawatt. Und da muss es irgendwie eine Lösung geben, die es möglich macht, um relativ einfach viele von diesen kleinen Einheiten zusammenzubringen und sie dann fürs System einzusetzen und dann auch so, dass sie eine faire Entlohnung dafür kriegen. Und das ist, was wir eigentlich mit Equigy gestartet haben. Das war eine Initiative von den holländischen Kollegen. Und da ist sehr viel jetzt in Bewegung, um zu schauen, wie kriegt man die Einheiten zusammen. Wir haben da auch ein größeres Projekt gemacht, gemeinsam mit EWZ in Zürich, um zu schauen, wenn jetzt der Verteilnetzbetreiber sagt, ich habe hier 100 Elektroautos stehen. Und sagen wir mal, die haben alle 100 Kilowatt Batterie, dann bin ich auf, muss ich mal rechnen, 10.000 macht 10 Megawatt. Aber ich weiß ja nicht, ob EWZ zum Zeitpunkt X, wo ich die Leistung benötige, die ganze 10 Megawatt zur Verfügung stellen kann. Also haben wir ein Projekt entwickelt, um zu schauen, wie kann man über die ganze Kette mit einem 8-Ampel-System sehen, es sind 10 Megawatt im Verteilnetz zur Verfügung. Ja, es ist grün, das heißt, der Übertragungsnetzbetreiber oder die Übertragungsnetzbetreiberin kann davon 5-mal als Einsatz nehmen, weil 5 braucht dann in diesem Fall EWZ für sich, für das eigene Netz. Und danach muss ich dann einen Haufen Stochastik machen, da sind wir dann auch bei künstlicher Intelligenz, um mal zu überlegen, von diesen 5 Megawatt, die es theoretisch gibt, wie viel Schwankung habe ich drin, weil, was weiß ich, zufälligerweise das Auto gerade weggefahren ist oder die Batterie nicht funktioniert oder was auch immer. Und wenn ich das dann zusammen habe, muss ich mich noch überlegen, was für ein Marktprodukt kann ich dafür entwickeln, damit es letztendlich für Sie als Autoinhaber interessant wird, um zu sagen, hey, ich mache das, ich nehme den ja, kleinen Komfortverlust, dass das Auto vielleicht gerade netzdienlich ist, weil ich weiß, ich kriege dafür eine Summe von x Franken pro Monat und das finde ich schön. Und da ist extrem viel Arbeit dran aktuell. Und das ist auch die Zusammenarbeit jetzt mit dieser European DSO Entity, um zu schauen, wie man das irgendwie gemeinsam hinkriegt, dass es wenig Protokolle gibt. Ein einziges wird wahrscheinlich nicht gehen, sodass es für Marktparteien so einfach wie möglich wird, um diese ganze Speicher, die ganzen Verbrauchsquellen zusammenzufügen und damit Balancing Products zu machen.